In unserem heutigen Beitrag erweitern wir die Abwägung Scheibe-Trommel pro-contra um den Aspekt der Wärmeabfuhr. Denn der in einem vorangegangenen Beitrag von Krone TV genannte Vorteil der Trommelbremse, nämlich ihre geschlossene und somit vor Umwelteinflüssen geschützte Bauweise, ist gleichzeitig deren gravierender Nachteil. Denn die beim Bremsvorgang entstehende Reibungswärme gilt es auch so schnell wie möglich wieder abzuführen. Warum ist das so wichtig? Und bei Fahrten von zum Beispiel in den Kasseler Bergen, wo die Bremse entsprechend häufig und intensiv genutzt werden muss, kann die Bremse derart überhitzen, dass der Reibwert zwischen Bremsbelag und Scheibe bzw. Trommel abnimmt und die Bremswirkung nachlässt. Fading ist hier das Stichwort, aus dem Englischen to fade, dahinschwinden. Und ein Dahinschwinden der Bremswirkung kann fatale Folgen haben. Und die Trommelbremse neigt eher zum Fading, weil die in der Trommel gebildete Bremswärme nicht optimal ungehindert nach außen abgeführt werden kann. Aber abgesehen von dem thermischen Einfluss auf die Bremswirkung, gilt es auch, das Radlager vor zu starker Erhitzung zu schützen. Denn in einem überhitzten Radlager kann das Lagerfett verflüssigen, es kann auslaufen und das Lager läuft Gefahr zu fressen. Und auch da punktet die Scheibenbremse. Die Scheibe liegt frei, kann perfekt von Luft umspült werden und ist darüber hinaus innen belüftet. Und die trompetenförmige Bauform der Bremsscheibe generiert einen maximalen Abstand zum Radlager und ermöglicht eine optimale Wärmeabfuhr. Der eine liebt Scheibe, der andere steht mehr auf Trommel. Die Scheibe hat mehr Sicherheitsreserven, die Trommel ist besser vor Salz und Matsch geschützt. Aber Gott sei Dank finden beide Fraktionen eine Kronachse mit ihrem präferierten Bremssystem.